Hallo, hallo, hallo. 1-2, 1-2, 1-2, 3. One, two, check. One, two, check. Jetzt hast du, am Montagmorgen ist das Telefon gekommen. Hast du mit dem gerechnet, dass das Telefon so ausfällt? Oder hast du, er läutet vielleicht an und sagt, ja, kannst du vielleicht als Ersatzfahrer mit? Ja, schlussendlich habe ich es schwer erhofft, weil es war ziemlich eine knappe Kiste gewesen. Das ist klar. Es hätte jeder rausfliegen von uns drinnen. Aber schlussendlich bin ich ein bisschen mehr davon überzeugt gewesen, dass ich gehen kann. Und vielleicht hat es das gebraucht, dass ich einfach daran geglaubt habe. Tut ja manchmal gut. Jetzt hast du die Saison einen extremen Aufwärtstrend gezeigt. Ich meine, du bist erst letztes Jahr von der U23 übergekommen. Mhm. Neues Team, neues Umfeld. Dann hast du bereits im neuen Team die Schweizer Meisterschaft gewonnen im Rugby. Was hat es ausgemacht, dass du jetzt auf diese Saison einen hohen Schub gegeben hast? Ja, schwer zu sagen. Es ist alles gut miteinander zusammengekommen. Sicher ein Jahr mehr, wo ich als Profi trainieren konnte, wo ich im Winter mehr arbeiten konnte. Also du hast jetzt das Jahr das erste Mal voll auf Profikarte sitzen, dank dem Teamwechsel? Ja, also seit letztem Jahr nach der Spitzensport-RS bin ich letztes Jahr im Sommer auch Profi gewesen und jetzt eigentlich in diesem Winter auch. Und ja, so lässt sich natürlich auch ein bisschen besser trainieren, erholen und alles zusammen ist dann eigentlich perfekt zusammengekommen. Ist denn das Umfeld jetzt in einem so grossen Team wie im BMC-Team schon auch etwas, was viel dazu beiträgt, wo man Haufen abnimmt? Eine, davor hättest du wahrscheinlich auch Haufen selber müssen machen und organisieren. Jetzt hast du so einen riesen Kuchen rundherum. Ja, natürlich. Jetzt geht alles völlig professionell ab. Also, das Team übernimmt eigentlich die ganze Arbeit. Ich muss wirklich fast eigentlich nur noch trainieren und dann in den Rennen so schnell wie möglich fahren. Ja. Na gut, das schaffst du momentan. Und zwar recht gut. Jetzt eben die Selektion. Jetzt hat man gesehen, ihr habt alle irgendwie verhashtagget oder markiert. Hast du mit anderen Fahrern schon darüber geredet, die auch selektioniert sind? Nein, mit denen habe ich noch nicht geredet. Also rein virtuell in den sozialen Netz. Ja, Gratulationen sind durchgegangen, aber so richtig geredet haben wir noch nicht miteinander. Ja. Jetzt haben wir ja da oben. Wir sind übrigens in Rapperswil und wollten es eigentlich am See machen. Aber jetzt kommt da gerade das Umwetter, darum sind wir direkt an der Hauptstraße in einem Bierzelt. Was ja auch eine gewisse Romantik in sich birgt für uns zwei. Ja. Wir haben ja so ein bisschen. Wie, was ist das? Ist das Zürich Oberland eigentlich, wo wir da sind? Nein, das gehört zu St. Gallen. Ja, gut, aber ja, Grossfläche, gut, das stimmt ja. Habe ich mal gelernt in der Geografie, bin auch St. Gallen. Habt ihr ja so ein bisschen Connection, der Guerini, der Kli Frischi und dann ist der Flo auch noch, der über die trainiert wird. Ja, klar, wir wohnen alle ziemlich nahe miteinander zusammen. Und so ist schnell miteinander geschrieben und dann sind wir schnell zusammen auf dem Velo, ja. Und jetzt, wenn wir gerade die Geschichte von Olympia nochmal halt auffassen, der Flo war ja eigentlich auch einer, der noch im Pool drin war und jetzt raus, also nicht dabei ist. Hast du mit ihm schon geredet oder wie siehst du die Situation für ihn? Ja, natürlich ist es sehr schade für ihn. Er ist ein super Fahrer und ein super Typ. Er hat mir gestern noch gratuliert und viel geredet haben wir auch noch nicht miteinander. Er ist jetzt schon wieder in Prag. Aber ja. Ich denke, wir werden weiterhin ein gutes Verhältnis haben und weiterhin miteinander können trainieren. Jetzt hast du ja letzte Woche hast du müssen aussetzen. Jetzt stehen ja die nächsten Highlights schon. Ich meine, du hast das ja schon die Europameisterschaft im Team Relais gewonnen. Und jetzt kommen eben die Weltmeisterschaften plus der Heimweltcup auf der Lenzer Heide, wo letztes Jahr du 23 gewonnen hast und zu Recht ist. Genau. Du hast jetzt das Training anpassen auf Olympia oder machst du so weiter für die nächsten Rennen, die vorher waren mit WM und Lenzer Heide? Ja, im Grunde genommen geht es schon ein bisschen auf Olympia raus, aber jetzt kommt schon zuerst WM und dann eigentlich passt mit den Trainingsblöcken eigentlich liegt das auch perfekt in die Rennen. Und ja, so kann man es eigentlich, kann ich mich eigentlich perfekt auf die WM aufbauen und Lenzer Heide und dann nachher dann auf Olympia. Vielleicht ein bisschen weniger Rennen fahren. Letztes Jahr bist du noch Team Relais. Nein, der EM bist du Team Relais noch mitgefahren. Lass so Sachen jetzt einfach mal aus und sagst, lieber mal einen Tag ein bisschen ruhiger nehmen. Ja, klar, wenn ich dürfte fahren an der Team Relais, an der WM, dann würde ich natürlich fahren. Aber es gibt sicher auch noch vielleicht andere Athleten, die fahren wollen. Die Medaille gewinnen wollen?
Ja, also im Team-Relay meine ich. Ja. Und ja, und dann liegt es am Nationaltrainer, wer eine Aussicht sucht, als der, der bei der Elite fahren darf. Ja. Gut. Wie gesagt, also geht noch ein Zeitchen. Der Höhepunkt ist gesetzt, 21. August. Jetzt hast du mit 22, also bis dann bist du 23. Ja. 1. August, gell? Genau. Darum haben wir da die Schweizer Fanli als Hintergrund eben raus. Haben die Uhr gut geschaut, gell? dann ist mal eines der grossen Highlights zu deiner Karriere mal so passé. Nimmst du es dann ein bisschen ruhiger oder zündest du dann erst noch mal eine Stufe weiter? Weil letztes Jahr bist du ja im Herbst noch Swiss Epic gefahren für einen ja, relativ harten Rennen. Ja, so wie es aussieht, also nachher ist sicher auch noch der Weltcup-Finale in Val Nord. Ja. Der wird dann sicher auch noch mal, ja. Ist die Saison nach der Olympiade ist noch nicht durch und Swiss Epic wird wieder fahren. Wirst wieder fahren? Gut. Dann freuen wir uns auf die letzte, also nach der letzten Etappe in Verbier. Ja. Genau. Vielleicht gibt es ja wieder eine Party. Das Umfeld von dir, nicht mehr ein Wunder, ich meine, das ist ja etwas vom Grössten für einen Sportler, wahrscheinlich zum, für Olympia selektioniert hat, um dort mitmachen. Wie reagiert das Umfeld darauf? Ich meine, kriegst du SMS, Telefon von Cousin und Cousinen, die du schon Ewigkeiten nicht mehr gehört hast? Ja, genau. Also, so ist es eigentlich. Auch von alten Schulkameraden oder Arbeitskollegen haben eigentlich ziemlich viel angerufen oder im Facebook geschrieben oder, die, oder im WhatsApp. Ja. Und natürlich, ja, es ist sehr cool, dass auch die Leute an mich gedacht haben und so aufmerksam gewesen sind. Einer, der jetzt auch wieder zurückgedacht hat, wie cool das eigentlich Mountainbiken ist, das ist ja der Sagan. Der hat ja jetzt irgendwie sich noch mit einem Kuhhandel können einen Startplatz, wie soll ich sagen, ja, ergänzt. Der hat er noch nie gesichert, oder? Ja, sie tauschen anscheinend, der slowakische Verband tauscht irgendetwas zwischen Strasse und Mountainbike ab und jetzt sieht es aus, als hätte er den auf sich. Okay. Das ist so das, was ich jetzt ja. Als Neues könnte. Der muss wahrscheinlich recht weit hinten starten. Hast du das Gefühl, so einer hat überhaupt ein Brot gegen euch? Also auf eine Medaille würde ich jetzt sagen, nein. Hat er nicht. Also das ist wahrscheinlich so eine Promo-Geschichte, einfach, dass man ein bisschen darüber geredet hat. Fürs Mountainbike ist es ja nicht schlecht, dann ist der Fokus vielleicht noch ein bisschen mehr auf dem Rennen. Von dem her sicher, gibt sicher noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit und wird auch mehr in den Medien berichtet. Auch wenn vielleicht auch ein bisschen mehr Sagan steht, aber es steht auch Mountainbike hin und so. Werden vielleicht auch ein bisschen mehr Leute schauen, ist sicher cool. Also vielleicht ist dann wahrscheinlich die Motivation für euch auch noch grösser, um diese richtig für Sagan an der Olympiade. Versuchen wir, ja. Weil an und für sich hat es ja Mountainbike nicht nötig, dass man sich mit dem ehemaligen Mountainbiker muss schmücken und ja, dass der muss mitmachen, weil wir haben genug starke Athleten, die dort und das Rennen unter sich werden ausfahren. Das ist ja so, ja. Gut, dann sind wir gleicher Meinung. Ja. ja, jetzt haben wir, musst du schauen, jetzt haben wir 9 Minuten irgendetwas. Das langt eigentlich schon, oder? Oder hast du noch eine Frage? Du bist der Interviewer. Nein, jetzt bist du nicht Frage. Du. Ja, hast keine Frage. An dich? Ja. Nein, gut, glaube nicht. Wir kommen schon. Ich glaube, gut. Ist gut? Ja, für meine Seite ist gut, ja. Also. Hey, danke vielmals. Daria, herzliche danke. Gratulation. Merci. Wir schauen am 21. August, wir schauen am 20. August schon, wir schauen die Weltmeisterschaften schon. Alles. Alles. Und wir schauen natürlich auch den Weltcup auf der Lenzer Heide, dass der Sieg vom letzten Jahr einfach bei den alten Männern wiederholst. Ja, locker, oder? Gut, danke. Herzlich.